Menuchin, Mendels Sohn, wird gesund werden. Der Schmerz wird ihn weise machen, die Hässlichkeit gütig, die Bitternis milde und die Krankheit stark. Hör mir zu, Menuchin. Du bist mein jüngster Sohn, meine letzte Hoffnung habe ich in dich gepflanzt. Deine Brüder sind groß und mir fremd geworden und deine Mutter, das kann ich erwarten, sie ist ein Weib. Ich kenne sie schon sehr lang. Jahrelang ist sie so geblieben wie am Tag unserer Hochzeit. Ich sah nicht, wie das Fleisch abbröckelte von ihren Wangen. Miriam, was soll ich dem Rabbi sagen? Er hat mir verboten, Menuchim allein zu lassen. Soll ich ihm sagen, dass wir deinetwegen wegfahren müssen, weil ich mich mit Kosaken abgebe? Sag ihm, was du willst, es geht mich nichts an. In Amerika werde ich noch eher tun, was ich will. Russland ist ein trauriges Land, Amerika ist ein fröhliches Land, yes, ein freies Land, yes. Mendel ist kein Lehrer mehr, er ist der Vater eines reichen Sohnes. Ich bin nicht mehr Mendelsinger, ich bin der Rest von Mendelsinger. Mein Körper lebt noch, aber ich selbst bin schon lange tot. Amerika hat mich getötet. Amerika ist ein Vaterland, aber ein tödliches Vaterland. Was bei uns Tag war, ist hier Nacht. Was bei uns Leben war, ist hier Tod. Der Sohn, der bei uns Schmaier hieß, hat hier Sam geheißen. In Amerika bist du begraben, Deborah. Auch mich, Mendelsinger, wird man in Amerika begraben.